Der Mensch hat seit jeher nach einer Verbindung zur Welt der Toten gesucht und dazu Wege wie Inspiration, Geisterbeschwörung, Medium und andere seltsame Methoden eingeschlagen. Neben Medium hat auch die Wissenschaft seltsame Experimente durchgeführt, um Antworten auf die mysteriösesten und unergründlichsten Fragen der menschlichen Geschichte zu finden. Heutzutage, da verschiedene elektronische Werkzeuge zur Verfügung stehen, verwenden viele Menschen anstelle von Seancen an abgelegenen Orten und dem Ziehen merkwürdiger Linien moderne Methoden, um eine Verbindung zur Welt der Toten herzustellen. Existiert ein Leben nach dem Tod? Gibt es wissenschaftliche Wege, um eine Verbindung zur Welt der Toten herzustellen? Oder ist es möglich, einen Toten wieder zum Leben zu erwecken? Forscher haben bis heute seltsame Experimente durchgeführt, um diese Fragen zu beantworten, von denen wir heute in diesem Video 8 besprechen werden. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video und seine Informationen gefallen. Das Experiment mit der Seelenwaage ist nicht sein ursprünglicher Name, aber aufgrund seines Inhalts wurde dieser Name für es als passend erachtet. Betten wurden mit empfindlichen Waagen ausgestattet und 6 Patienten wurden überzeugt, ihre letzten Momente im Jahr 1907 auf diesen Betten zu verbringen. Wenn MacDougall nicht alle Details festgehalten hätte, wäre er nicht so berühmt geworden. Er verzeichnete nicht nur den genauen Zeitpunkt des Todes der Patienten, sondern auch ihr Gesamtgewicht auf dem Bett sowie die Gewichtsveränderungen bis zum Zeitpunkt des Todes. Er fügte auch Gewichtsänderungen aufgrund von Schwitzen, Urinausscheidung und Gasen wie Sauerstoff und Stickstoff zu seinen Berechnungen hinzu. Bei diesem Experiment stellte sich heraus, dass Menschen nach dem Tod genau 21 Gramm, das heißt 3/4 eines Unzen, ihres Gewichts verlieren. MacDougall führte dieses Experiment auch an 5 Hunden durch, jedoch waren die Ergebnisse nicht gleich. Daher behauptete MacDougall, dass Menschen eine Seele haben, während Hunde keine haben. Aber dieses Experiment wurde auch von viel Kontroverse begleitet. Viele behaupteten, dass MacDougall die Hunde während des Tests vergiftet habe, anstatt auf ihren natürlichen Tod zu warten. Dieses Experiment wurde später zum Thema eines Films namens 21 Gramm. Im Jahr 1993 führten 4 Forscher über einen Zeitraum von 5 Jahren mehr als 500 Experimente zur Fotografie von Räumen zum Zeitpunkt des Todes von Menschen, zum Leben nach dem Tod und zur Verbindung mit der Geisterwelt durch. In einigen dieser Fotos wurden allmählich Substanzen sichtbar, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen waren. In anderen Teilen dieser Experimente traten unklare Bilder und Lichter auf und seltsame, leuchtende Kreise waren im Raum verstreut und plötzlich bemerkten sie, dass auf einem dieser Fotos etwas Ähnliches wie das Gesicht eines Mannes festgehalten war. Professor Gary Schwartz, einer der prominentesten Psychologieprofessoren an der Harvard University, behauptete, dass es ihm gelungen sei, durch erfolgreiche Experimente eine Verbindung zwischen lebenden Menschen und ihren verstorbenen Angehörigen herzustellen. Professor Schwartz erklärte als Ergebnis dieses Experiments, dass Menschen, wenn sie eine Verbindung zu einem verstorbenen Familienmitglied herstellen, deren Seelen nicht nur über Gefühle der Sehnsucht oder emotionale Instrumente sprechen, sondern auch lebende Personen vor Gefahren und unangenehmen Ereignissen warnen würden.
Zur Reinkarnationsforschung wurden viele Experimente durchgeführt und es wurden viele Geschichten und Theorien dazu präsentiert. Im Jahr 1988 veröffentlichte der berühmte australische Psychologe Peter Ramster eine Dokumentation über Reinkarnation. In dieser Dokumentation versuchte er, das Thema Reinkarnation und die Beweise für das Erinnern an frühere Leben durch Menschen zu erforschen. Eine der Personen, die in dieser Dokumentation experimentiert wurden, war eine junge australische Frau, die sich an ihr früheres Leben während der industriellen Revolution in Frankreich erinnerte. Diese junge Frau antwortete nach der Hypnose ohne Akzent auf Französisch, auf alle Fragen auf Französisch. Sie erinnerte sich sogar an alle Straßennamen aus jener Zeit und nannte sie. Diese Dokumentation führte viele dazu, an die Gültigkeit des Konzepts der Reinkarnation zu glauben. Sicherlich haben Sie viel über den berühmten Illusionisten Harry Houdini gehört. Houdinis Experimente haben dazu geführt, dass die Falschheit vieler Personen, die behaupteten, Medium zu sein, aufgedeckt wurde. Nach Ansicht von Houdini galten Personen, die behaupteten, Gedanken zu lesen, Medium zu sein oder über übernatürliche Kräfte zu verfügen, als Betrüger, die durch bestimmte Tricks und Techniken unter Verwendung der Emotionen der Menschen sie täuschten. Selbst Harry Houdini verfasste zwei Bücher zu diesem Thema mit den Titeln Wundermänner und ihre Tricks und Zauberei unter Geistern. Aber Houdini und seine Frau entwarfen ein seltsames Experiment, um ihre Behauptungen zu beweisen. Die Grundlage dieses Experiments war die Verbindung zwischen einer Person in der Vergangenheit und ihrem engsten lebenden Angehörigen. Houdini entwarf vor seinem Tod eine verschlüsselte Alphabettafel für seine Frau, mit der Absicht, nach seinem Tod über diese Codes mit seiner Frau zu kommunizieren. Einige Jahre nach dieser Entscheidung starb Houdini bei einem Unfall während seiner Aufführung im Krankenhaus. Und seine Frau erklärte gegen Ende ihres Lebens, dass dieses Experiment gescheitert sei. Das Experiment, das im Jahr 1973 von der Physikalischen Fakultät der Universität Toronto durchgeführt wurde, war genau derselbe Prozess wie das Geisterbeschwörungsexperiment, das viele, insbesondere Jugendliche, zu Hause ausprobierten. Dieses Experiment, bei dem versucht wurde, durch die Konzentration mehrerer Personen eine anwesende Seele an einem Ort oder eine bestimmte Person zu beschwören, wurde aufgrund einer bestimmten Seele namens Philipp, die beim ersten Experiment anwesend war, als das Philipp-Experiment bekannt. Im Jahr 1973 behaupteten 8 Physikforscher in einer Geisterbeschwörungssitzung, dass sie mit einer Seele namens Philipp über sein Leben, seine aktuellen Umstände und seinen Tod gesprochen haben. Michael Persinger, ein Forscher auf dem Gebiet der Neurowissenschaften, stellte im Jahr 1994 eine Erfindung namens Gotteshelm vor. Seiner Behauptung nach stimuliert dieser Helm mit Elektroden, die bestimmte Bereiche des Gehirns der Freiwilligen stimulieren, Signale an das Gehirn gesendet und empfangen und die Freiwilligen außergewöhnliche emotionale Erfahrungen wie das Verlassen der Seele aus dem Körper, intensive religiöse Gefühle und die Kommunikation mit Gott und Heiligen erleben lassen. Nach seinen Behauptungen sehen Menschen während des Sterbens Lichter und Bilder aus ihrem Leben. Nachdem die Nachricht von diesem Experiment verbreitet worden war, meldete sich ein ungläubiger Forscher namens Richard Dawkins, um den Gotteshelm von Persinger zu testen.
Die Ergebnisse dieses Experiments waren jedoch enttäuschend. In der Folge wurde der Helm auch an einer anderen sterbenden Person getestet. Aber auch diesmal führte das Experiment nicht zu einem erfolgreichen Ergebnis. EVP ist die Abkürzung für das Phänomen der elektronischen Stimmübertragung. EVP ist ein mysteriöses Ereignis, bei dem eine menschenähnliche Stimme von einer unbekannten Quelle auf einem digitalen Gerät aufgezeichnet oder übertragen wird. Diese digitalen Stimmen, die oft auf Audiogeräten aufgezeichnet werden, sind nur während der Wiedergabe zu hören. Elektronische Stimmen variieren in Alter, Geschlecht, Ton und Emotion und einige von ihnen sind leichter zu hören als andere. Eine weitere Eigenschaft der elektronischen Stimmen ist, dass die ausgedrückten Phrasen tatsächlich Antworten auf gestellte Fragen sein können. Wir alle kennen Edison aufgrund seiner zahlreichen Erfindungen, einschließlich der Glühbirne. Aber was viele nicht wissen, ist, dass dieser herausragende Experte sich bemühte, ein Gerät zur Kommunikation mit den Toten zu entwickeln. In einem Presseinterview äußerte er sich folgendermaßen: Wenn die Charaktere der Toten in anderen Bereichen oder Gebieten existieren und sie versuchen, Kontakt mit uns aufzunehmen, wird die Entwicklung eines Geräts zu diesem Zweck im Vergleich zu kippenden Tischen, Geisterbeschwörungstischen, seltsamen Tabellen und anderen primitiven Methoden eine größere Chance haben. Trotz seines Glaubens an die Möglichkeit der Aufzeichnung elektronischer Stimmen entwickelte Edison niemals erfolgreich ein Gerät in dieser Hinsicht. Einige der wichtigen Personen und Experimente zu EVP waren im Jahr 1959 Fredrik Jürgensson, ein schwedischer Filmemacher, der beim Aufnehmen von Vogelstimmen auch die Stimme seiner Mutter aufzeichnete. Nach diesem Vorfall war er so beeindruckt, dass er hunderte von Bändern aufnahm. Bis zu einem gewissen Grad wurde er so beeinflusst, dass er zwei Bücher mit dem Titel »Stimmen aus der Welt« und »Funkkommunikation mit den Toten« verfasste. In den letzten Jahrzehnten hat das Phänomen der elektronischen Stimmen weiterhin die Aufmerksamkeit vieler auf sich gezogen. Oft gehen diese Personen auf Friedhöfe, um EVP-Samples zu sammeln und kehren oft mit vollen Händen zurück. Organisationen wie die International Association of EVP wurden gegründet, um verschiedene Aspekte der elektronischen Stimmübertragung zu untersuchen und EVP-Proben aus der ganzen Welt zu sammeln. Das Studium dieser faszinierenden Phänomene hat die Menschheit dazu veranlasst, tiefer über das Leben, den Tod und die Möglichkeit einer transzendentalen Existenz nachzudenken. Obwohl viele Fragen noch unbeantwortet bleiben, sind diese Experimente und Entdeckungen ein fesselndes Fenster in die Welt des Übersinnlichen und regen weiterhin zu Diskussionen und Forschung an. Es liegt an jedem Einzelnen, diese Informationen zu reflektieren und sich ein eigenes Urteil zu bilden, während wir gemeinsam die Grenzen des menschlichen Verständnisses erweitern.